Und dann herzlich hallo wieder zu einer kleinen Runde Fallout 4. Weiter geht's. Wir müssen dem Paladin hier mal folgen. Wir schauen mal, welche Waffe wir nehmen hier beim Reingehen. Bleiben wir mal ganz entspannt. Wollte ich gar nicht. Ja, zwischen 8 und 9 kann man da hin und her switchen. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Waffe, welche Handgranate welche ist. Das tut man hier optisch leider nicht herausheben. Jo, was können wir da nehmen? Was haben wir noch im Angebot? Ich wollte mal eigentlich schauen, ob ich dann nicht die, bevor wir hier reinstürmen. Die Fatman, ja, das ist natürlich jetzt mit dieser Mini-Atombombe. Das könnte man durchaus auch einmal brauchen. Mal schauen. Machete, ja, nahkampftechnisch. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel pausiert, wenn wir hier reingehen. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Moment, die Machete, die macht wie viel Schaden? 21. Die ist eigentlich eh ganz geil. Maschinenpistole oder doch die... die Schrotte ist zumindest gegen mehrere. Die nehmen wir mal hier und die legen wir uns... Was ist das überhaupt? Ist gleich. Das ist da oben, oder? Nehmen Sie das mal auf, ist gleich. Ist das das richtig? Nein, das war es nicht, okay. Ja. Keine Ahnung, welche Tasse das ist. Egal. Gehen wir einfach rein und... Berns? Ja. Pass auf. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Nochmal die Zusammenfassung für mich und die Zuseher, bitte. Warum sind wir nochmal bei ArcJet? Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Stimmt. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Alles klar. Ich glaube, wenn dich ein Querschläger trifft, wird es auch nicht so dramatisch sein. So, jetzt geht vielleicht Preston Gravy, wie heißt er? Jetzt wird er wohl nicht... Ah, der ist doch mit. Alles klar, geil. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Okay. So, wir schauen natürlich hier, ob wir irgendwas Geiles finden auf die Schnelle. Nope. Abgeschlossen. So, was geht hier ab? Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Werk der stählernen Bruderschaft? Das sehe ich. Wir haben die Party verpasst. Scheint, als hätten wir die Party verpasst. Das ist eine übereilte und dumme Einschätzung. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Ja, okay, so Sarkasmus und das mag er nicht so wirklich. Auf Scherz ist er nicht so aus. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Okay, ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Schon langsam wird es aber Zeit, dass wir auch ein bisschen bessere Rüstung oder irgendwas bekommen hier.
Zigaretten haben wir, glaube ich, auch schon genug. So. Den Roboter haben wir auch schon. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren. Wenn wir fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Alles klar. Riskieren wir mal einen kurzen Blick. Ah, shit, hoffentlich kommen wir da wieder weg jetzt. Ach du meine Güte. Geschützturm. Okay. Ach Gott sei Dank. Vergessen wir jedes Mal dann noch einmal zum... So, das Klo zu speichern oder so. Spüllappen. Naja, das ist vielleicht Stoff zum Verarbeiten. Naja. Alles braucht man nicht mitnehmen. Zahnbürste brauchen wir auch nicht. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Okay, und da haben wir auch schon das Symbol, dass wir da wahrscheinlich hacken müssen oder irgend sowas. Labortürm, was? Da setzt er sich hin, wie geil. Boah, der hat Licht auch oben, geil. Sonst loot er euch zu, okay. Da müssen wir hin, dann riskieren wir kurz mal einen Blick hierher. Jetzt haben wir wieder nicht gespeichert. Passwortsicherung, Passwortänderung, what? Und da haben wir schon wieder den Scheißfehler. Das gibt's ja nicht. Wollt ihr wieder verarschen oder was? Das kann ja nicht sein. Was ist denn? Hier das letzte laden wir. Gut. Es waren Firmen wie diese hier. Letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlug. Ja, okay, kurzes Cut. Das haben wir schon gesehen. So, da bin ich wieder. Wir versuchen es einfach noch einmal. Ich keine Ahnung, warum und wann man da stecken bleibt. Was das für ein Scheiß-Bug ist. Oder mache ich dann Fehler? Nein, oder? Einfach rausgehen. So, Passwortänderung. Es ist zurückgesetzt. 9YB3N. Müssen wir das merken? Ich weiß nicht. So, verlassen. Passwortsicherheit. Okay. Ah, geht doch mit Escape. Funktioniert doch. Laborsteuerung. Fehler. Bitte wenden Sie sich an den Techniker. Stursteuerung. Türe öffnen. Türen werden geöffnet. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Freunde. Ach du Scheiße. So, und jetzt genau wollte ich nämlich die Machete 21. Habe ich da noch was? Blanken 21. Der ist aber Geschwindigkeit langsam. Moment. Machete, Geschwindigkeit. Messer 12, aber schnell. Packen wir vorne noch kurz die Schrotte aus, oder? Okay. Der hat einige weggeräumt. So, jetzt, Moment. Fusionszelle, sehr gut. Hast du eine Pistole? Schockschlagstock klingt auch geil. Da oben klingt auch noch einer, oder? Bei mir. Valentin, hau ich alle alleine zusammen? Ich will auch. Jetzt wart doch! Okay, der packt ein bisschen. Boah, hui! Alles klar, so.
Preston, kurz mal auf die Seite. Der haut doch alle alleine nieder. Superkleber nehmen wir mit. Stubenfeuerzeug. Was ist das ganze Feuerzeuge hier? Flasche mit Frostschutzmittel. Ja, okay. Hier brauche ich keine. Ordner brauchen wir auch nicht. Jo, weiter geht's. Was haben wir da bekommen? Das war doch irgendwann eine... Moment, jetzt schauen wir mal, wie die Machete ausschaut. Aufpassen. Die ist vielleicht für Nahkampf, ist das vielleicht, wenn wirklich so viele auch... Das müsste man durchaus einmal probieren. Institutpistole. Achso, die haben wir eh schon. Ah, Moment. Ja, wie geil, das war doch eine, oder? Ich glaube doch nicht, dass die jetzt so viel auf I... Impro Institutpistole. Oh! Oh, geil! Ja, wie geil! Oh, Freunde, wie geil ist das denn bitte? Ah, das sind diese Fusionszellen und die werden wir... da müssen wir jetzt schauen, ob wir alle mitnehmen. Draußen werden wir die nicht so oft finden, vielleicht. So, Fusion 5 noch einmal. Automatisch. Automatisch? Nehmen wir mit, falls doch ein anderer ist. So, da oben habe ich einen zerlegt, genau. Fusionszellen mit Institut Gewehr. Oh, geil, 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 geil. Was liegt da? Moment. Ah, fuck. Vielleicht mitlaufen. Ach Gott. Nichts blöd. Ui, komm, rauf, 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 rauf. Boah, gerade noch so. So, Hallöchen. Ja, und 6 Haarnadeln. Später hat sich auch richtig ausgezahlt. Malerpinsel, Silberminute, Stufenfeuerzeug und einen Superkleber. Hat sich mal richtig ausgezahlt. Eine Laborstation. Drogen, Heilung. Luterspritze. Na, brauche ich jetzt nicht wirklich. So, müssen wir da was schauen. Da liegt was. Kurzes Quick Save. Ist von einem anderen, jemand anderen benutzt wird. So, Quicksaft haben wir eh. Kann ich das jetzt irgendwie entschärfen? Warum ist das jetzt rot? Okay, passt. Mhm. Nehmen wir auch mit. Sehr schön. Perfekt, was haben wir hier? Automatische, ja. Wenn wir es doppelt haben, haben wir es einfach wieder weg. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Genau. Drohnen. Normales Impro-Gewehr brauche ich nicht mehr. Jetzt haben wir ein Phaser-Gewehr, das ist ja unglaublich. So. Gut. Kurzes Break, ich schaue mal, was sich so vor allem mit der Waffenmod einsetzt, alles noch binden kann. Was haben wir hier? 2 Pistolen. Eine verwerten wir gleich einmal. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich, habe ich da nicht irgendwas abgedatet? Weil wenn ich da 2 habe, ich weiß nicht, ob ich da die Update-Version dann weghaue oder was anderes, wenn ich 2 gleiche habe. Das ist auch ein bisschen eigenartig. Ja. Gut, ich schaue mal kurz um und ja, gleich geht's weiter, Freunde, weil das dauert ein bisschen. So. Weiter geht es.
Ja, habe jetzt nichts wirklich Aufregendes gefunden. Mir fehlen noch ein paar Materialien, dass ich auch noch das eine oder andere updaten kann. So, Arbeit schon mal kurz rein. Impro-Institut-Pistole. Gut, die kann ich aber zerlegen noch einmal, aber das mache ich nicht jetzt auf der Werkbank. Und dann müssen wir ja noch automatische Institut-Pistole. Die verdammten Zünds haben sich hier überall festgesetzt. Genau. Und was war das obere? Institut-Pistole. Moment. Institut-Pistole. Feuerrate 66, Schaden 18, was haben wir da unten? Automatische, Reichweite 203, aber 8 Schaden. Okay, die ist, okay, das ist die Pistole. Die macht so mehr Schaden. Gut, dann nehmen wir die Pistole, weil Reichweite brauchen wir ja eh nicht. Hier. Mikroskop. Klebeband nehmen wir mit. Ah, ich glaube schon, das ist eine Schnur. So, weiter geht's. Heieiei, was man alles braucht, das ist ja wirklich unfassbar. So, wo ist der Kollege? Da vorne sind Geschütztürme. Oh, okay. Wo? Ich will schießen. Keine Gefangenen! Kampfbereitschaft aufgehoben! Da drüben! Komm. Und gib ihm. Wenn man nicht alles selber macht, das ist ja unfassbar. So, gibt's was am Klo? Ja, Haarklammernbox. Sehr geil. 7 Haarklammern. Ja, wie geil. Einmal am Klo gefunden. Einmal am Klo gefunden. Sind auch noch Räume. Freunde, Freunde, Freunde. Hm, Bilderrahmen, ja, wenn nicht. Hauen wir's weg. So, wie war's, wann, wo? Da höre ich doch irgendwas. Gibt's doch, das schaut doch fast so aus, als würde es hier irgendwie so ein Fusionsding oder irgendwas geben. Ich hoffe, ich renne nicht vorbei. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Genau, hier war das Klo. Wo müssen wir hin? In die Richtung, okay, alles klar. Tür. Hallo. Patronen, immer gut. Patronen sind immer gut. Ah, das ist eine Pistole. Die brauchen wir aber nicht. Ich bin jetzt auf Phaser. Phaser aus der Impro. Lischpulle, Wag, Ding, Öl, ja genau. Schreck mich nicht. Schaltplatten, immer, die braucht man auch. Auf alle Fälle, bin ich mir jetzt schon sicher. Das geht nicht auf, das geht auch nicht auf. So, weiter geht's. Ja, dann nähern wir uns auch schon langsam mit dem Part Ende natürlich. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Letzter Halt, na gut, dann bringen wir den noch schnell den Halt. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein.
Aber ich könnte ihm ja eine andere Waffe geben, oder? Weil hier herinnen? Ja, muss ich mir nächstes Mal überlegen. Jetzt machen wir mal weiter. Gut, wenn ich einen Cut mache, wird ihr das ja eh nicht merken im Prinzip zwar. Ach so, ich könnte ihm so eine... Na, wisst ihr was? Freunde! Hey! Zeig es mir! Ja, aber ich zeig's dir gleich. Handeln? Okay, ich bleib auf dieser... Ich gebe dir... Ich will dir eine... Ich gebe dir eine Imbro. Und rüste mal die aus. So, passt das jetzt? Position. Ja, voll! Sehr schön! Geil! Das ist natürlich cool. So, wo ist er jetzt hin? Ich schätze mal hier rüber, oder? Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kastens. Da unten ist er. Die Aufzüge haben aber keinen Saft. Wir müssen weiter versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Okay. Moment, da oben war eine Tür. Die ist zu, alles klar. Haben wir wieder eine Info, wo wir hin müssen eigentlich? Wahrscheinlich darüber, oder? Ja. Moment, was ist das? Ah, da müssen wir rein, alles klar. Kein Strom. Auch gut, müssen wir da rein. Ja. Jetzt haben wir Strom, oder wie? Motor starten. Na, will ich noch nicht. Ich will vorher noch schauen. Junk. What the hell? Ausgezeichnet. Oh, geil, Freunde. Geil. Was lade ich hier? Müll? Ach, da kann ich... Mit Müll kann ich da schießen. Vielleicht je nachdem, welchen Müll ich vielleicht reinlade. 30 hat der Gewicht. Ja, gut, Gott sei Dank habe ich meine Gewichtsbeschränkung draußen, weil das ist ja wirklich... Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal definitiv mit. Drücke R. Halte, um den Schuss aufzuladen. Voll aufgeladene Schüsse, ist klar. Techniker, persönlicher Eintrag. Ja, nehmen wir mal mit. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Jep. Schutzhelm kann ich dann auch reinhauen, theoretisch. Ich meine, das ist wahrscheinlich zu groß jetzt. Aber nur theoretisch. Aber die Waffe werden wir natürlich auch einmal testen. Na, geht doch. Ja. Ja. Überfälliges Buch, Terpentin. Alles klar. Sehr schön. Haben wir auch bekommen. Wir speichern wieder. Ach du Kacke. Treffer 0, alles klar. Treffer 0, alles klar. Armer Treibel. Hier kann doch nicht sein. M hat man auch drin. Null Treffer, okay.
Okay, wir müssen schon wieder laden. Alles live, alles live. Man hat es gesehen, wir sind wieder hängen geblieben. Habe ich wieder was Falsches gedrückt? Ich weiß gar nicht. So, wir probieren es noch einmal. Einen Treffer. Aber ich sehe nicht, es ist nur generell ein Treffer, glaube ich, oder? Ja. Okay, lassen wir das mal. So interessant ist vielleicht gar nicht. So, wir starten hier mal. Warnung, Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Warnung, Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Ach so, muss ich das wieder reingeben oder wie? Das habe ich da rausgenommen. Gute Frage, aber ich glaube die Zeit ist eh schon abgelaufen. Muss ich noch mal schauen, was ich da jetzt... Oder muss ich da hinten noch was aktivieren wieder? Deaktivieren? Strom? Nö. Gut, dann werden wir schon drauf kommen. So schwierig kann es nicht sein. Achso, ich muss eh dahin. Ich muss ja da. Alles klar, ich muss das hacken. Gut, bis zum nächsten Mal werde ich es wohl irgendwo hinbekommen. Nicht, dass man da 10 Minuten, wo ich blöd bin, da fürs Hacken vergolden. Und ich würde sagen, das nächste Mal geht's weiter. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Das war's. Fallout 4. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.